Hallo und herzlich willkommen hier im Marsch. Bleibt mal vorweg ein schönes Dankeschön an alle, die mal reingeschaut haben und mal auch mal geliked haben oder mal kommentiert haben. Alles ist super. Der eine oder andere hält sich mal, ne? Ja, ein dickes Dankeschön dafür. Ne, und auch für die reichlichen Zuschauer, ne? Also ist ja schon eine kleine Steigerung an sich. Man steigert sich so langsam, das ist schön. Das macht Spaß. So, wir fahren jetzt Richtung ja unseren Holzplatz, unseren gefällten Wald. Um ich will ja jetzt Platz schaffen für ein paar Bäume, die ich jetzt im Wald pflanzen werde im Frühling. Und zwar um die 200 Bäume pflanze ich jedes Jahr, dass wir hier irgendwann mal in 7 Jahren genug Holz haben, ne? Also das andere Zeug, was wir mal gleich sehen, steht ja schon mittlerweile 2 Jahre und ist schon ein bisschen gewachsen. Das kann man jetzt schon sehen. Oh, ist schon schön gewachsen. Unser kleinen Wald. Aber nett, ne? Das ist schon schön gewachsen. Also richtig schön gut. Man sieht genau die Jahrgänge, ne? Und hier sind auch noch ein paar. Oh, hier sind sogar 3 Jahre schon gewachsen. Na, das ist gut. Dann werde ich mal jetzt in diesem Bereich, wo die jetzt stehen, eigentlich ist ungünstig, ne? Wenn ich jetzt genau nehme und ich will jetzt die fällen, dann muss ich ja hier hinten anfangen, ne? Ja gut, da muss man da rangehen, ne? Das ist halt so. Dann muss man sehen, dass wir jetzt hier vorne den nächsten wegkriegen. Heißt VW und anschalten, wie ausklappen. Auch noch heile, naja, ist gut wie heile. Ich muss ja die Bäume wegmachen, das ist ja das Problem. Die würden ja so nicht stören, aber das Ärgerliche dabei ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel wieder ernten willst, dann sind die Dinge da und die stören. Ne? Normalerweise fahren die irgendwann weg. Und würden miteinander bröseln, ne? Sobald die sich im Schatten der Bäume dann nicht feucht halten. Aber gut. Hier verfault nichts, ne? Ist nicht vorgesehen. Das ist ja das Komische auf den Feldern. Verdorrt heißt es, ne? Man sieht ja auch diese Sträucher, die im Prinzip dann ja, vergammeln, kann man sagen, ne? Aber verschwinden tun die nicht, ne? Müsst ihr eigentlich dann ja die Fahrt an sich zusammen, ne? Also würde ja nie so liegen bleiben, ne? Also Pflanzen verrotten irgendwann auch, ne? Also wenn du Mais nimmst, was 2 Meter hoch ist und dann entsprechend verfault, ja, dann ist es im Frühling zusammengebrochen beim ersten Sturm, und dann ist es dauert nicht lange, dann ist es die ersten, sobald es warm wird, dann zerfällt das, ne? Also gibt es Tiere, die das fressen, und die Käfer, und das ist schon dann bald weg, ne? Da kommen dann Bakterien und Pilze, das ist dann nicht aufzuhalten. Das ist ja, wenn man im Wald guckt, jedes Jahr im Herbst so viel Laub und im Frühling ist das fast alles weg. Wenn es reichlich Feuchtigkeit gab, also trocken ist, dann klar, dann hält sich das länger, aber ansonsten, das verrottet mit der Zeit. Tannennadel, die halten sich relativ lange. Die wachsen am meisten an sehr trockenen Standorten, und da, wo es trocken ist, da hält sich das lange, ne? Aber auch da geht es irgendwann weg, ne? Das sind die Nährstoffe für den Wald. Brauchen die Bäume ja auch. Aber wir müssen die Stumpen wegmachen, damit wir dann entsprechend auch später fahren können. Ne? Sonst haben wir hier beim Holzabfahren Probleme. Möchte ja keiner haben, ne? Oder hier im Acker näher mit den Wänden, dann ist es ja auch so. Dann wundert sich, wieso der Drescher feststeht.
wenn er mit Helfer fahren lässt, ob das Holz sich da ein Baumsturm da am Weg ist, ne? Wahnsinn, Gärreste, das läuft, Wasser, das läuft, Stroh. Entweder ist Lager Stroh voll oder es ist nichts mehr da. Das kann sein, dass ich was kaufen muss. Aber ich kann nichts kaufen, das heißt, weil alle fahren. Ich kann nicht zugreifen auf den globalen Markt. Ehre funktioniert da nicht. Vielleicht ist jemand aufgefallen, mir ist es aufgefallen. Also allgemein, so, also ich könnte jetzt keine Kühe Wasser geben, das geht auch nicht. Warum das so ist, keine Ahnung. Aber den Bäume würde ich noch stehen lassen. Die müssen noch stehen bleiben. Hier hat sich einer mal gewünscht, dass das Ding wegkommt. Nö, ich finde das okay. Es gibt genug Land hier zum Kaufen. Für Ackerflächen, ne? Da muss man keine Waldflächen als Acker nutzen, das ist ja ein Blödsinn, ne? Ja, hier haben wir schon Holz ohne Ende. Weg, weg. Da steht noch einer links. Versteckt. Bart Dex wieder. Wollte mal ganz kurz ohne sein. Nackig. War richtig kalt im Gesicht. Im Winter wäre das gar nicht auszuhalten. Aber. Nächste Woche, Freitag, ist er wieder voll da. Morgen will ich einkaufen fahren. Wird schön leer sein. Montag ist meist nichts los. Ist so später Winter bald zu Ende. Muss mal gucken. Wegen Düngen. Ob wir düngen müssen. So. Gerubbert. Also. Gepflügt. Die 5 will ich kaufen. Das kann ich mal tun, das ist ja schon mal verdorrt. Da ist ja drauf, hat nicht. Wo wir jetzt sagen müssen, das Turm bis behalten. Das kaufen wir gleich. Und da will ich auch noch Hopfen einpflanzen. Das kaufen wir. So, dann muss es nachher gepflügt werden. Die 14 muss gepflügt werden, also 5 und die 5. Die 5 und die 14 muss gepflügt werden. Kaufen würde ich dann gleich mal die 7. Was da nun drin war, das weiß ich nicht. Das ist unklug gewesen, ne? Aber egal, Hopfen. Wenn euch gerade was drin ist, was schon mal nutzen könnten, ne? Also Hopfen, Hopfen, Hopfen. Das will ich so nutzen. Dann will ich. Ob die 14? 14. Auch Hopfen einsetzen, pflanzen. Gut, lassen wir das. Dann wollte ich die 8 und 9 mal kaufen. Mal gucken, was da jetzt an Frucht drauf ist. So. Das ist die Gruppe, die 7. Ja, okay. Dann gucke ich mal jetzt nach Stufe, ob die Kalk werden muss. Also 7 muss nicht gekalkt werden, auch nicht gepflügt, das passt. Dann können wir da gleich, da er gegruppert ist, können wir da Hopfen einpflanzen. Die 5 muss ja gepflügt werden und die 14 muss nicht, weil da ja nicht, da werden wir gleich Dings auch sehen, ne? Also auf Mais, morgen bestimmt garantiert nicht. Also gedüngt werden muss die 12, die 44 und die 24. Die 25, die 2, 15 muss gedüngt werden, die 21, die 1,
Grunde fast alle Felder muss gedüngt werden. Da hatte ich mir verstellt beim Pflügen, also Versatz gehabt. Hier muss also im Prinzip, wenn wir anfangen, 1, 2, 3, 4, also fast alle Felder müssen gedüngt werden. Gut, das ist okay. Mission haben wir zurzeit. Ja, Ernten ist gut, ne? Das muss ein Fehler sein. Also, wir müssen viel düngen. Aber da haben wir morgen genug Zeit, das ist kein Problem. Wir werden auch bald unser Schläfchen machen. Also noch ist ja hell, ne? Also noch nicht. Wir haben auch Licht am Traktor, ne? Also die heutige Folge wird garantiert nicht geschlafen. Bäume pflanzen wollte ich. Wo das nicht so wichtig ist normalerweise, ne? Den nehmen wir weg hier. Den kleinen, den macht den. Sind auch keine Paletten draus, ne? Dann nehmen sie auch nach Hause zum Heizen. Ja, später Winter, fast keinen Schnee gehabt, wie heute, ne? Aber der nächste soll ja kälter werden, also laut Meteorologe Kai Zorn. Ob es ein Schnee reicht, das ist ja eine Frage, aber es soll kein zu milder Winter werden. Das wird ja gar nicht gefallen, den Klima. Putzis. Dass es wärmer geworden ist, ja, das ist kein Thema, aber was machen die da für ein Tamtam? Am Mittelmeer ist immer wärmer, da leben sie auch. Wollen wir mal positiv sehen. Wir müssen im Winter weniger heizen. Die Natur passt sich normalerweise dem an. Also nur was die Menschen jetzt gemacht haben mit ihren Kiefernwäldern. Ja, dass die nichts ordentlich werden, ist aber normal, ne? Das brauchen wir doch nicht hierher. Entweder der Mensch nimmt den Baum wieder raus und pflanzt keine neuen. Dann wird er nach und nach verschwinden. Oder die Natur greift ein und wird den entsprechend da, wo er nicht wachsen kann, weil es zu warm ist und zu trocken. Verschwinden. Das ist so. Ach, die müssen weg hier. Das ist ungünstig hier. Deswegen werde ich jetzt kein Transport machen für Holz. Die anderen Balken, die rennen ja nicht weg. Da können wir mal einen Tag Regen machen, wenn die arbeiten können. Jetzt im Frühling geht etwa dabei düngen. Alles düngen. Und sofort pflügen auf Feld Nummer 5 und ja, die Hund muss gepflügt werden. Da werden wir gleich mal morgen vorbereiten gleich. Dann machen wir eine große Hopfenaussaat dieses Jahr. Man kann dann mal Bier verkaufen, sicherlich. Zweimal, vielleicht dreimal sogar. Und das sieht gut aus. Wettermäßig, wir wollen gucken, wo zuerst Regen, Kühe. So, Schweine. Was sind die? Oh, die muss ich auch verkaufen. Da sind wieder schwere Puppies bei. Und dann muss ich umstallen. Haben wir wieder Nachwuchs gekriegt. So, Milch. Futter genug, Wasser genug. Können wir schon mal Tiere verkaufen an Kühe oder Bullen. Also die männlichen Tiere will ich ab zum Schlachter. Aber da muss ja mindestens 600 Kilogramm sein, ne? Aber gut, das wird sich ja noch nichts. Eis kann man auf dem globalen Markt auch
Tiere verkaufen kann. Ich meine, gut, das kann ja so nicht funktionieren, also reell nehmen. Du kannst ja nicht irgendwo Kühe hinstellen und sagen, jetzt hier bleibt man drinnen für die nächsten 5 Jahre. Ne? Das funktioniert ja nicht. Ne? Man könnte sagen, okay, wenn am globalen Markt ein Kühlraum wäre, also Fleisch halt geschlachtet wäre, ne? Also entweder tiefgefroren oder gekühlt, das kann man ja sagen, okay, das ist ja auch begrenzt haltbar. Ne? Also ein Kühlraum, ne? So, die Bäume sind hier alle weg. Jetzt machen wir mal die Insel hier. Da haben wir auch noch ein paar. Also die Geres macht ja keinen großen Reibach, aber gut, die ist halt da, ne? 800.000 Liter pro BGH, das ist schon was. So, die sind alle wirklich stumpen. In dem Bereich, was wir noch aussehen wollen. Hier ist auch alles weg soweit. Jetzt gehen wir hierbei. Aber da liegen noch Balken, die will ich mal liegen lassen. Die großen jedenfalls. Aber für heute waren wir noch fertig. Naja, fertig ist gut. Wir werden das mal ein bisschen abschließen, aber so. So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Erst einmal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann immer tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Aber nicht mit Stumpen fräsen, da wir was anderes tun. Denn jetzt werde ich mich bald zur Ruhe legen. Also wir fangen den nächsten Tag früh wieder an. Und dann wird wahrscheinlich als erstes Flügen anstehen, vorbereiten. Und dann werden wir sehen, dass wir da unsere ganzen Felder immer düngen. Das heißt, mal schauen, was wir an Traktoren noch da haben, ne? Und dann die Düngefahrzeuge in Gang bringen, ne? Dünger haben wir ja produziert, das ist ja genug da. Im Lager zur Not oder auch nicht. Aber jedenfalls, am Hänger ist jedenfalls noch ein ganzer Schwung. Und da können wir auf jeden Fall voll zugreifen. Und später können wir ja mal hier die Fahrer mal auf Einnahmeernte. Das ist die Geres, ob die kleine oder die große Ladung. Ich habe ja zwei. Ich habe jetzt normalerweise die Kurzstrecke mit 30.000 habe ich ja, ne, auf den kurzen Weg gemacht und den auf dem langen Weg und auf dem kurzen Weg habe ich ja umgekehrt. Ne? Naja, gut. Ist ja egal. Wir fahren mal zurück. So, jetzt nochmal tschüss und ciao. Ja, bis. Ja. Oder schauen wir mal. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Morgen geht's weiter hier mit Düngen. Ne? Da, hier. Weizen. Tschüss.